Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie irische Nachspeisen. Klingt komisch, ist aber so, denn wir machen heute eine schnelle Baileys Creme. Und wie das funktioniert, das verrate ich euch jetzt. Ich habe ein Glas Sauerkirschen abtropfen lassen und habe die hier schon mal in eine Schüssel hineingemacht. Zucker habe ich 175 Gramm. Die kommen hier in unseren Mixtopf hinein und werden auf Stufe 10 zu Puderzucker zerkleinert. Etwa 15 Sekunden. Jetzt machen wir den Rühr. Oh, das dampft aber ganz schön. So, unser Puderzucker, der ist wirklich definitiv pudrig, wie man sehen kann. Und zwar sowohl nach oben als auch nach unten. Ihr habt gerade gesehen, ich habe jetzt den Rühraufsatz eingesetzt. Ich mache das, was sich hier oben am Mixtopf festgesetzt hat, mal nach unten. Und nun kommen unsere weiteren Zutaten hinzu. Mascarpone habe ich für euch vorbereitet hier. 375 Gramm. 500 Gramm Schmand. 25 Gramm Vanillezucker. Und die wichtigste Zutat, Baileys. Davon 175 Gramm an die Creme. Der Rest ist für den Koch. Aber auf den Milliliter genau. So genau messe ich sonst nie ab, aber wenn es darum geht, dass ich den Rest trinken kann. Wir setzen unseren Deckel auf und mischen das Ganze auf Stufe 3, bis eine homogene Masse entsteht. Ja, kann auch ein bisschen. Aber das geht ja relativ schnell mit diesem Rühraufsatz. So, 25 Sekunden müsste reichen. Deckel auf. So ist brav. Und diese Masse, ja, das ist auf jeden Fall genau so, ne, wie ich mir das vorgestellt habe. Also wirklich eine schöne Dessertmasse. Die geben wir jetzt hier über unser Glas saurer Kirschen, abgetropfter saurer Kirschen und verrühren das und dann verteilen wir es auf Gläser. Das sieht doch gut aus. Das schmeckt doch bestimmt gut. So, nachdem wir das Ganze schön vermischt haben, es ist schön gleichmäßig verteilt, machen wir das auf Gläschen. Also ich habe hier wirklich, es ist wirklich jede Menge Material, aber ich habe nur die Hälfte dessen gemacht, was im Originalrezept steht. In unserem Kochbuch 500 Rezepte für den Thermomix, falls ihr das noch nicht kennt, ich habe euch das unten verlinkt, da steht das Rezept nämlich drin mit der doppelten Portion. Ja? Also es geht auch die doppelte Größe, wenn ihr mal mehr machen wollt oder müsst. Weil ich glaube, als Dessert für 4 Personen ist das absolut ausreichend. Weil mit gerade mal so knapp 800 Kilokalorien ist das jetzt nicht gerade was Leichtes so für hinterher. So, jetzt gucke ich mal, das ist ja jetzt nicht so, dass ihr so dieses Einfüllen und Dekorieren und so, das ist ja nicht meine Kernkompetenz. Ist aber auch nicht schlimm. Ich muss nur kochen und essen. Das reicht doch auch schon mal. Servieren und anrichten können andere, besser als ich. Das sieht jetzt aber schon mal gut aus. Soweit, also für meine Verhältnisse. Jetzt brauche ich noch einen kleinen Löffel, damit ich vor euren Augen noch verspeisen kann oder zumindest mal antesten kann, wie es schmeckt. Dann mache ich aus und wenn ich das alles gegessen habe, habe ich einen in der Kiste. Also man schmeckt den Alkohol schon wirklich stark raus, aber wie gesagt, das würde ich nicht alles essen können. Das ist schon echt sehr massig, ne? Durch den Mascarpone, durch den Schmand. Nicht zu süß, ja? Durch diese Sauerkirschen hat das auch noch mal ein bisschen an Süße verloren. Aber es ist sehr ausgewogen. Schmeckt mir persönlich sehr gut. Also von mir gibt es dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Von euch hoffentlich auch, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr selbst irgendwelche Desserts habt, Ideen habt, was wir hier in der Wunderkesselküche kochen können, schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ich muss jetzt gucken, wie ich das hier irgendwie unters Volk bringe, weil ich schaffe wahrscheinlich noch nicht mal das ganze Glas. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.